Hi, da bin ich wieder. Ich habe hier zwei Figuren, die ich vor ein paar Tagen aus meiner Loot Crate gezeigt habe. Und zwar einmal hier diesen Straßengangster, diese Figuren sind halt zum Cartoon der Firma NECA. Die gab es nur in der Loot Crate. Total bescheuert. Also den habe ich noch bei AliExpress gesehen, falls jemand den noch von euch sucht und nicht die Chance hatte, es bei der Loot Crate direkt zu abonnieren, bestellen, wie auch immer. Mir fehlen leider auch hier diese Hasen. Finde ich total schrecklich und grausam, dass ich die nie zusammenkriegen werde, weil der Preis einfach zu sehr gestiegen ist. Ja, den hier werde ich auch auspacken. Und ich habe ja noch die zwei weiteren, oder mittlerweile drei, wie viele gab es denn schon? Diese Gangster hier, die für Shredder geholfen, gearbeitet haben hier. Die werde ich noch auspacken und dann zusammenstellen, vielleicht am besten. Aber heute und jetzt und hier will ich diesen Batman-Turtle auspacken, der mega putzig ist. Ich habe komplett vergessen, dass ich den bestellt hatte und habe bei eBay schon geboten. Ich hatte es komplett vergessen. Ich meine, wie lange ist es schon her? Ich hatte irgendwie noch eine Erinnerung gehabt, dass ich es verpasst hatte. Dabei habe ich die Box davor verpasst gehabt und irgendwie hatte ich das so in Erinnerung. Ist halt immer ärgerlich mit den ganzen Exklusiv, aber wem erzähle ich es? Wir Sammler kennen das. Gerade was NECA angeht, also ich weiß nicht, wie das bei den anderen Figurenlinen ist, aber was die Turtles angeht, ist das so extrem mühsam und anstrengend. Und mit sehr viel Kosten verbunden, wenn man immer diese exklusiv irgendwo bei eBay oder was weiß ich, wo noch, jetzt mittlerweile bei AliExpress und wo auch demnächst noch ergattern muss. Wobei, es gibt ein paar Seiten, da kriegst du das noch für natürlich immer viel teurer, als du es haben hättest können, aber noch für einen erschwinglichen Preis, trotz Zoll, Einfuhrgebühr und so weiter. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es halt sehr anstrengend. Ja, ich bin mal gespannt. Wir haben hier Donatello. Es gab ja zu den 80er, 90er Jahren von Playmate gab es ja einen Superman und einen Batman. Wobei, ich überlege gerade, war das Raffi und Donatello? Habe ich das gar nicht so auf den Schirm. Gab es ja schon mal. Aber hier in dieser Größe, 6 Inch sind es ja, gell, zum Cartoon, ist das natürlich klasse. Wir haben ja zu Batman vs. Turtles haben wir schon einen Turtle. Oh mein Gott, ich fühle, es ist ein Stoffcape. Das ist schon cool. Okay, weiter. Einen Michelangelo, der sich das Turtle, das Batman Cape da umgehangen hat, angezogen hat. Was ich immer ganz cool finde, so zwei Helden oder mehrere Helden kombiniert, finde ich immer mega cool. Hier haben wir den Kanal 6. Turm, Channel 6, Turm. Im Hintergrund, das lasse ich aber jetzt mal da, denn es geht hier um unseren wunderschönen Turtle. Und da ist er. Das hier ist nur, weil hier ist halt Stoff wegen Feuchtigkeit und so. Ich habe nämlich irgendwo im Video gesehen, dass da eine angefangen hat, das irgendwie zu reiben. Dafür ist es nicht, glaube ich, gedacht. Ja, da haben wir ihn. Klein und putzig, wie er aussieht. Oh, was ist denn das? Ach Gott. Das ist eine kleine Schildkröte hier. Okay. Wir haben Hände zum Austauschen. Ja, da holen wir ihn mal raus. Ich wurde gefragt, warum ich diese Figur auspacke. Und diverse andere, die halt dann im Wert verlieren. Und die Antwort ist ganz klar, aber ich glaube, ich habe es schon mehrmals erwähnt gehabt, dass ich nicht wegen einem Wert sammle, sondern weil ich wirklich Spaß an den Figuren habe. Und zwar nur, wenn die ausgepackt sind. Weil nur so kann ich mit den Figuren auch mal rausgehen, Fotos machen. Und das kann ich ja nicht mit verpackten Figuren machen. Ich meine, klar, man kann da auch mal ein Foto machen, aber das ist nicht dasselbe. Das ist eigentlich schon alles an sich. Das ist eine kleine Roboterschildkröte. Irgendwie auf Rädern. Schildkröte auf Rädern. Ich dachte, das wäre das Turtlecom, aber das ist eine kleine Schildkröte. Schaut euch das mal an. Kann man das sehen? Das ist eine kleine, kleine Schildkröte. Okay, cool. Ja, wir haben hier Hände zum Austauschen. Flache Hand und eine, die halt so. Meistens ist es so eine Hand für eine Pistole, aber die Turtles haben keine Pistolen, es sei denn, das sind die allerersten Zeichnungen Turtles, die hatten damals.
Und Batman sowieso nicht. Außer seinen Teil da, wie heißt denn das, wo er sich dann hochschwingen kann. Ah, das sieht aber auch so ein bisschen aus, als wenn er so ein Seil tragen könnte. Aber vielleicht will er irgendwo hin zeigen. Du da. Naja. Da ist die zweite Hand. Die ist flach. Also viel an Zubehör nicht, außer seine zwei austauschbaren Hände und diese kleine putzige Roboter-Schildkröte da. Hat er nicht viel an Zubehör. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in das Cape reinschneide. Das ist mir bei Shredder passiert. Da habe ich nicht aufgepasst und habe ins Cape geschnitten. Nicht so schön. So. Viel Plastik mal wieder hier, das so rumfliegt. Davon bin ich so überhaupt kein Freund. Wenn man das Cape aus Stoff, okay, das kriegt wahrscheinlich nicht so viel ab, aber so ein Gummi-Cape und dann noch durchzieht durch das ganze spitze Plastik. Dass da nichts einreißt. Ich meine, bis jetzt ist auch nichts passiert, aber... Ach, das ist ja mega. Hier ist, ach, das finde ich richtig gut. Hier ist so ein Draht. Guck, dann kann man das, wenn er hüpft oder so, dann kann man hier das Cape so gestalten, dass es aussieht, als wenn er gerade am Runterspringen ist und das Cape ist dann hoch. Das finde ich richtig toll. Das haben echt viele Capes mittlerweile. Finde ich richtig gut, wenn hier Draht ist, weil auch wenn er jetzt hier zum Beispiel am Laufen ist und ich es so positioniere oder so, dann bleibt es so einigermaßen. Er ist dann so im Rennen. Oder wenn ich will, dass es unten ist. Das finde ich richtig gut, wenn hier Draht drin ist. Also das finde ich richtig gut. Wer da sich was einfallen lassen hat, wer das erfunden hat, auf jeden Fall sehr schön. Bin ich echt ein mega Freund davon. Ich finde es richtig cool. So, jetzt wollen wir uns mal den Turtle angucken. Ja. Er sieht ein bisschen aus, wenn er wütend wäre. Sieht nicht so happy aus hier. Unser Donatello. Stoffcape, sehr schön. Also so im Grunde genommen, im Großen und Ganzen, ist es der Cartoon-Turtle-Körper wie sonst auch, würde ich behaupten. Ja, würde ich schon sagen. Auch der Panzer sieht aber gut aus. So sieht er hier aus. Wie gesagt, dann bekommt ihr noch bei AliExpress für $88 oder sowas, falls ihn jemand noch nicht hat, bevor ihr dann, keine Ahnung, für 200 € da bei eBay irgendwo ersteigert. Kann man den auch da bestellen. Sonst habe ich ihn nirgendwo gesehen. Ich habe ihn ja direkt in der Loot Crate bestellt. Aber das war ja nur für eine gewisse Zeit und dann war das zu Ende. Deswegen sage ich euch, da habe ich ihn nämlich auch gesehen gehabt. So, dann können wir das Cape hier gestalten. Außen ist es schwarz und innen ist es lila. Das wirkt auch ganz cool. So dieses dunkle Schattierungsmäßige. Der Gürtel ist aus Gummi und das sind halt... Sind das keine Schildkröten? Nee, das sind halt Panzer, aber wahrscheinlich wie Batman auch irgendwas hat und wirft er das und dann... Ja, auch hier das Logo drauf. Was hatten wir da hinten? Okay, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob das so gewollt ist. Hier dieser kleine Stüpsel am Nacken, am Hinterkopf. Ja, das sieht an sich richtig cool aus. Ich freue mich echt, dass ich den in meiner Sammlung habe. Bewegungspunkte, doppeltes Kniegelenk, kann hier seinen Fuß bewegen. Ist halt alles so ein bisschen steif hier. Es ist halt auch ein bisschen kalt. Da sind die Gelenke ein bisschen steif. Kann den Kopf bewegen, kann die Hände bewegen. Ja, sind auch alle so ein bisschen fest. Kann im Oberarm bewegen. Also wie bei den anderen auch im Grunde genommen. Es ist alles von Bewegungspunkten, ist das alles dasselbe. Aber alles noch ganz, ganz fest. Und hier in der Hüfte hat er noch mehr Bewegung. Da bewegt sich der Panzer mit. Da, 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 da. Und da haben wir ihn, unseren Batman. Nee, nicht Batman, Turtle. Turtle! Unseren Turtle. Schwarz, lila. Könnte auch eine Fledermaus sein, hä? Könnte auch Dracula sein. Ja, ist schon cool, gell, so ein Turtle zu haben. Finde ich schon richtig gut, auch wie ich es auf der Verpackung gesehen habe, was man da hier, wenn der da so steht und das Cape da oben ist, finde ich schon richtig klasse. Tada! Jetzt kann ich die Hände halt nicht so weit auseinandernehmen, weil die noch sehr steif sind. Aber hier vielleicht ein bisschen. So. Und hier der Kleine, haben wir ihn,
Den kann er hier in die Hand nehmen. So. Kann er das in die Hand nehmen? Mit der Hand vielleicht, eventuell nicht. Die Finger sind auch sehr gummihaft, also sehr beweglich. Das finde ich auch mega. Der wird da einiges in die Hand auch nehmen können, dadurch, dass die Finger, die Hände, gummihafter sind. Also dehnbarer. Dehnbarer ist vielleicht besser vom Begriff. Viel dehnbarer. Pass auf, sonst schicke ich meine kleine Schildkröte hier los. Sieht gut aus. Ich habe wenige, also eigentlich mehr Shredder, der einen Stoffcape hat. Bei den Turtles habe ich tatsächlich nur zwei mit Stoffcape. Also den Michelangelo, der das, den Batman-Cape anhatte. Und den hier, glaube ich, mehr habe ich gar nicht. Ich meine, Turtles haben ja an sich keinen Cape. Davon mal abgesehen. Aber ich mag halt diese ganzen Capes hier so. Auch bei Shredder, das mag ich immer. Das finde ich voll schön. So ein Cape hat was. Und wenn es noch aus Stoff ist, finde ich es richtig toll. Wenn man es verbiegen kann, kann man viel machen. Und wenn er steht, dann ist das Ganze so. Und dann steht er da. Finde ich gut. Eine wunderschöne Figur jetzt in meiner Sammlung. Eins der dunkelsten Figuren jetzt bei den Turtles. Sonst sind die alle so ziemlich hell und eher Shredder. Und die Furzeuge ist unten eher so dunkler und dann ist der so mittendrin. Sehr schick. Ach, guck mal. Der kann den Kopf komplett nach rechts und links bewegen. Okay, nur nach rechts. Hä, warum nicht nach links? Doch, einigermaßen. Das sieht witzig aus. So, hä? Ja, da haben wir ihn. Donatello. The Dark Turtle. The Dark Turtle. Sieht gut aus. Schade, dass ich die Hasen verpasst habe, sage ich euch. Die von Bebop und Rocksteady im Hasenkostüm. Die hätte ich so unheimlich gern gehabt, aber nicht für den Preis. Also 300 Euro ist mir echt zu viel dafür. Vor allem, wenn man bedenkt, was die gekostet haben. Das ist echt unfair, finde ich. Aber ich hätte die unheimlich gern. Vielleicht finde ich sie für einen etwas niedrigen Preis. Irgendwann, irgendwo. Dann kommt die auf jeden Fall in meine Sammlung dazu. Ja, und demnächst, wenn ich jetzt die anderen Straßengangster da zusammengesucht habe, aus meiner Vitrine würde ich die mal zusammenstellen. Der ist mir gar nicht so im Gedanken mehr gewesen. Echt nicht. Also da habe ich echt überlegen müssen, wer das hier genau ist. Aber gut, dass auch so Nebenfiguren, die im Cartoon vorkamen, auch als Figur rauskommen. Nur mit den ganzen Exklusiv bin ich nicht so zufrieden. Aber wer ist das schon? Wer sucht da gerne auf der ganzen Welt die Figuren zusammen, dass er mal die Sammlung vollständig hat? Wahrscheinlich keiner. Voll schön, das Cape hier. Fühlt sich echt gut an. Ja, dann würde ich sagen, das war's erstmal. Wieder ein wunderschöner Turtle. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.